Meredith. Das ist nicht dein Gehirn auf Drogen? Das ist der Tod. Du bist tot, über den Jordan gegangen, Klappe zu, komplett tot, du... Das war viel zu hart. Weißt du noch, wir sagten sanfter Einstieg. Das war's nicht. Meredith, du bist ertrunken in der Elliott Bay. Das weißt du doch. Ja, das war scheiße. Er ist ein braver Hund. Er ist der beste Hund. Das muss eine Weile dauern. Was für ein braver Hund. Oh, Zeit. Mir bleibt nicht mehr sehr viel. Er ist der beste Hund. Wie ist dein Leben so? Ich möchte dich wirklich kennenlernen, Meredith. Ich bin glücklich. Ich weiß endlich, wer ich bin. Außerdem, wenn man jemanden hat, den man liebt, den man wirklich liebt, dann ist das... Ich weiß nicht, wie ich das ist. Ich bin sehr zufrieden. Was ist passiert? Was soll das bedeuten? Du bist glücklich? Zufrieden, sagst du? Du warst früher nicht aufzuhalten. Voller Ziele, leidenschaftlich, kämpferisch. Was ist daraus geworden? Du bist weich geworden. Stotterst hier herum von einem Freund, dass du auf Inspiration wartest. Auf Inspiration? Soll das ein Witz sein? Ich habe eine unheilbare Krankheit. Ich hätte doch gedacht, das wäre Inspiration genug. Jetzt hör mir mal zu, Meredith. Ich kann einfach nicht glauben, dass du wirklich die Behandlung verweigern willst. Offenbar ist es sowieso egal, was ich will. Es ist nicht mal rechtlich bindend. Die Frage ist nämlich nur, was du willst, Meredith. Du entscheidest. Denkst du, ich find's schön für dich, solche Entscheidungen zu treffen? Weiß ich, wer Meredith ist? Erkenne ich wenigstens Meredith? Du weißt, sie ist ein wichtiger Mensch. Jemand, der dich liebt. Du achtest auf sie? Meine Tochter hat noch so viel zu lernen und ich werde es ihr nicht beibringen können. Ich passe auf sie auf. Du hast eine Chance, zu sehen, wer ich bin. Zu sehen, dass ich alles Mögliche sein kann, aber bestimmt nicht gewöhnlich. Aber es ist deine Entscheidung, Mom. Es ist dein Leben. Sie erinnern mich an meine Tochter. Ich muss sie was fragen. Wird es mich behindern? Geht auch beides. Kann ich eine große Chirurgin sein und eine Familie haben? Es gibt ja einen Mann, der mich gefragt hat, ob ich ihn heirate. Und ich weiß, sie wollten auch beides. Sie haben sich von ihrem Mann getrennt. Ich habe mich nicht genug bemüht. Du bist so einiges, aber bestimmt nicht gewöhnlich. Jeder Mensch ist imstande, sich zu verlieben und blind vor Glück zu sein. Aber nicht jeder Mensch ist imstande, ein Skalpell zu ergreifen und ein Leben zu retten. Das Ziel meiner Erziehung war, einen herausragenden Menschen aus dir zu machen. Stell dir mal meine Enttäuschung vor, nach 5 Jahren aufzuwachen und festzustellen, dass du nichts weiter bist als total gewöhnlich. Was ist da passiert? Weil du dich so aufführst, dass keiner auch nur das Geringste mit dir zu tun haben will. Nur ich bin als Einziger übrig. Du willst wissen, was aus meinem Ehrgeiz geworden ist? Aus meinem großen Ziel? Du willst wissen, was mich anders macht? Du hast mich anders gemacht. Dann lass mich die Behandlung verweigern. Nein. Wieso nicht? Weil das Töten meiner Mutter nicht auch noch eins von den Dingen sein wird, die mich belasten werden. Wenn das Schlimmste, was passieren kann, wahr wird, ist das Klammern an die Hoffnung. Alles, was uns bleibt.